Sehr geehrte und am Wort Präsidentin, Lukas Brandweiner, ÖVP. Werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause und hier auf der Galerie, ich bitte um Entschuldigung, es ist natürlich unhöflich, während einer Plenarrede aufs Handy zu schauen, noch dazu lautlos. Ich bitte wirklich um Entschuldigung. Im Straßenverkehr ist es nicht nur unhöflich, sondern kann gefährlich sein, lebensgefährlich sein. Im Jahr 2022, und das ist die traurige Bilanz, waren über 25% der 369 Verkehrstoten zurückzuführen auf das Hantieren mit dem Handy oder andere Unachtsamkeiten. Damit ist es die Hauptursache für Unfälle mit Todesfolge. In diesen 3 Sekunden, in denen ich jetzt auch kurz eine Nachricht gecheckt habe, wäre ich bei 50 km/h fast 50 Meter gefahren. 50 Meter, wo man nicht mitbekommt, wann ein Fußgänger über die Straße will oder ein Radfahrer vor einem fährt. Und sowas kann leider oder sowas endet auch leider viel zu oft eben in schweren Unfällen. Wäre ich auf einer Bundesstraße mit 100 km/h unterwegs, dann wäre man fast 85 Meter im reinen Blindflug. Ein Blindflug, der leider auch tödlich enden kann. Und unser Ziel ist daher klar. Wir müssen solche unnötigen Unfälle verhindern und dadurch Leben retten. Es gibt 2 konkrete Möglichkeiten, die wir heute hier auch beschließen werden. Es soll eine Informationskampagne ausgearbeitet werden, um das Bewusstsein der Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker zu schärfen. Aber auf der anderen Seite werden wir auch die Strafen deutlich erhöhen. Und während die einen sagen, das ist eine reine Abzocke, sage ich, es ist dazu da, um Leben zu retten. Es muss keiner mit dem Handy eine Nachricht checken während dem Autofahren. Ich glaube, es ist uns allen schon so gegangen, aber ich kann nur wirklich eindringlich davor warnen. Darum bitte ich Sie auch alle gemeinsam zu Hause vor den Bildschirmen hier auf der Galerie, aber auch liebe Kolleginnen und Kollegen, sparen Sie sich die Strafe und helfen Sie somit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und um schlimme Unfälle zu verhindern. Herr Abgeordneter Joachim Schnabel. Und nach Lukas Brandweiner von der ÖVP folgt jetzt Joachim Schnabel, ebenfalls ÖVP.